Marek, du bist wieder in Nürnberg, hast ein Lächeln auf dem Gesicht. Wie schön ist es, wieder hier zu sein? Ja, wieder zurück sein ist für mich einfach, nein, nur für mich, aber für die ganze Familie, ich denke, das ist die beste Möglichkeit, was es gibt. Und ich freue mich riesig. Wieder zu Hause sein, dabei sein, das ist einfach fantastisch. Wie war dein letztes Jahr im Norden? Ja, war nicht schlecht. War nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch in die Karriere oder in mein Leben war eine gute Erfahrung. Leider, sportlich, wir sind abgestiegen in die dritte Liga. Nicht schön, nicht einfach, aber trotzdem. Dieses Jahr oben war auch gut. Ich denke, für die ganze Familie, für mich auch persönlich. Ich habe etwas anderes erlebt, wie in Nürnberg, aber jetzt bin ich wieder da und das freut mich echt riesig, wieder zu Hause sein. Hast du den Abstieg schon verarbeitet? Ich denke, Abstieg, ja, wir sind schon mit Abstieg, ich denke, von Anfang der Saison gekämpft. Und in die Vorbereitung im Winter, das war einfach so, wir müssen das probieren, korrigieren, aber wir sind das nicht in den Griff bekommen und mit wenigsten Punkten, wir sind klar abgestiegen. Schade, ja, war nicht so einfach für mich, weil so sich entscheiden oder abschieden von Rostock mit Abstieg war nicht das Schönste und Glücklichste, aber Leben und Fußball geht weiter. Dann schauen wir nach vorn. Auf was freust du dich am meisten hier in Nürnberg? Auf alles. Das ist einfach für mich Verein Nummer 1 und das bleibt auch so. Und ich freue mich wieder. Neue Aufgabe für mich bei U23. Ein Jahr wieder zum Kicken und dann die neue Aufgabe. Irgendwo Trainerschein oder Trainerstab arbeiten. Das wir muss noch abwarten, aber jetzt noch ein Jahr Fußball spielen und das ist schön. Wie siehst du deine Aufgabe in der U23? Was wirst du genau machen für die Jungs dort? Ja, ich habe schon in Rostock so in diese ein Jahr schon viel erlebt mit den Jungs, weil war auch 5, 6, 7 Spieler dabei, welche waren zwischen 18 bis 19, 20 Jahre. Und was habe ich gesehen und gehört in Nürnberg? Ich denke, jedes Jahr kommt bei den Jungs viel zu viel Talenten. Das ist, ich denke, eine schöne Aufgabe für mich und ich freue mich riesig. Und auch noch ein angenehmer Nebeneffekt, du darfst weiter Sport machen bei der U23 und sicherlich wirst du noch den ein oder anderen Zuschauer zur zweiten Mannschaft, zur U23 locken. Ja, wenn die kommen, dann ist das für uns alle schön, aber freut mich. Freut mich, Fußball wieder spielen, ein Jahr, perfekt.